Heute sind wir im England zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Glaubt ihr an Feen? Ja, ich meine wirklich die kleinen hübschen Fliegermenschen, von denen eine davon bei Peter Pan den Feenstaub zum Fliegen lieferte. Die Geschichte ist wirklich ziemlich fauler Zauber, den zwei Mädchen da veranstalteten. Englands bezaubernde Feen oder wie zwei Mädchen ganz England nachten. Genauso hätte die Schlagzeile in der Times damals lauten können. Doch was war geschehen? Zwei Cousinen behaupteten vor gut 100 Jahren, an einem Bach in Nordengland geflügelte Feen und Gnomen gesehen zu haben. Ihre Fotos hielt sogar ein legendärer Krimi-Autor für echt. Verrückt? Durchaus, aber hört weiter. Im Hochsommer 1917 zog es die 16-jährige Elsie Wright und die 9-jährige Frances Griffiths immer wieder zum kleinen Wasserfall im Dorf Cottingley, Nordengland. Stundenlang waren die Mädchen verschwunden und die Familie der beiden Mädchen wunderte sich. "Wir haben Elfen beobachtet", erklärten die Cousinen dann, als sie gefragt wurden, wo sie denn so lange gewesen wären. Als die Erwachsenen die Kinder auslachten, liehen sich die Mädchen von Elsies Vater daraufhin einen Fotoapparat. Und als sie zurückkehrten, ging Mr. Wright damit in die Dunkelkammer und traute seinen Augen kaum. Vor Frances, die gedankenverloren in die Kamera schaute, schienen auf dem Bild vier helle Gestalten mit schmetterlingsartigen Flügeln zu tanzen. "Die Feen sind auf der Platte!", triumphierte Elsie. Der Vater fühlte sich veralbert. Elsies Mutter aber, die für übersinnliche Phänomene empfänglich war, ließ die Sache keine Ruhe. Nachdem Frances ein weiteres Foto von Elsie und einem Gnom gemacht hatte, präsentierte Mrs. Wright Mitte 1919 beide Aufnahmen der Theosophischen Gesellschaft, einer damals einflussreichen internationalen Okkultistenvereinigung. Was wie ein Kinderscherz begonnen hatte, entwickelte sich in Großbritannien daraufhin zu einer ungeahnt ernsthaften und langwierigen Debatte über die tatsächliche Existenz von Feen in Cottingley. Maßgeblich Anteil daran hatte Sir Arthur Conan Doyle. Der prominente Krimi-Autor war der geistige Vater von Sherlock Holmes und damit Schöpfer jenes Meisterdetektivs, der im wissenschaftsgläubigen viktorianischen Zeitalter exemplarisch den rational-analytischen Denker verkörperte. Umso erstaunlicher, dass dieser Autor überzeugt war, dass Elsie und Francie die Wahrheit sagten. Doch Doyle hatte noch eine andere Seite. Seit sein Sohn im Ersten Weltkrieg gefallen war, wandte sich der Schriftsteller verstärkt dem Okkultismus zu und beschäftigte sich unter anderem mit Geisterfotografie, die nichtmaterielle Wesen mithilfe spezieller Kameras sichtbar machen sollte. Erinnert ihr euch an mein Video darüber? Noch nicht gesehen? Dann könnt ihr es euch natürlich nach diesem Video gerne ansehen. Ihr findet es in meiner Videoliste. Aber erst einmal hier weiter im Text. Über Edward L. Gardner, führendes Mitglied der Theosophischen Gesellschaft in London, hatte Conan Doyle Kontakt zu Elsies Familie aufgenommen und sich die Aufnahmen schicken lassen. Die Tatsache, dass zwei junge Mädchen nicht nur Elfen sahen, sondern ihnen zum ersten Mal eine materielle Form gaben, sodass sie auf einer Fotoplatte abgebildet werden konnten, zeigt, dass uns der nächste Evolutionszyklus bevorstehen könnte, prophezeite Gardner. Auf Betreiben des Spiritisten, der Beweise für die Echtheit der Bilder suchte, machten die Cousinen im Sommer 1920 weitere drei Fotos von angeblichen Feen am Bach von Cottingley. Andere Augenzeugen gab es nicht. Laut Gardner behaupteten die Mädchen, die geheimnisvollen Gestalten würden nur dann zum Vorschein kommen, wenn sie mit ihnen allein seien. Auf den neuen Fotos war etwa Francie mit einer hüpfenden Elfe zu sehen, während eine andere Fee Elsie einen Blumenstrauß überreichte. Conan Doyle verwendete die Bilder Weihnachten 1920 zur Illustration eines Beitrags im Strand Magazine, in dem auch seine Detektivgeschichten erschienen waren. Die Ausgabe war binnen weniger Tage vergriffen.
Um Elsie und Francie vor Neugierigen zu schützen, erhielten sie die Pseudonyme Iris und Alice, während die Wrights in Carpenters umbenannt wurden. In seinem 2 Jahre später erschienenen Buch The Coming of the Fairies, die Ankunft der Feen, versuchte Doyle akribisch die Argumente von Kritikern zu widerlegen, die öffentlich die Authentizität der Bilder anfochten. Er sah sich bestärkt, da selbst ausgewiesene Fotoexperten offensichtlich nicht erklären konnten, wie genau die Fotos entstanden waren. Wie in einem Spinnennetz verstrickte sich Doyle in seinen Mutmaßungen, für die er fieberhaft Belege suchte. Obwohl inzwischen Zielscheibe von Spott und Hohn, blieb er bis zu seinem Tod 1930 vom Spiritismus und der Existenz übersinnlicher Phänomene überzeugt. Die Wissenschaft des viktorianischen Zeitalters habe eine saubere und sterile Welt, ähnlich einer Mondlandschaft, hinterlassen, schrieb er. Die okkulte Wissenschaft bringe dagegen etwas Licht ins Dunkel. Das Interesse der Öffentlichkeit an den Feen ließ ab den frühen 20er Jahren allmählich nach. Wohl auch, weil es keine weiteren Fotos gab. Elsie und Francie waren erwachsen, verheiratet und mit anderen Dingen befasst. Erst 1966 beschäftigten sich die Medien erneut mit den Cottingley Fairies, nachdem ein Boulevardreporter Elsie Wright aufgespürt hatte. Ob die Feen echt gewesen oder einfach ihrer Einbildung entsprungen seien, wollte sie zunächst offen lassen. 1978 wurden die Bilder von einem Komitee zur wissenschaftlichen Untersuchung paranormaler Phänomene, das sich auf Computertechniken stützte, eindeutig zu Fälschungen erklärt. Elsie gestand aber erst 1983 in einem Brief an den Fotoexperten Geoffrey Crawley, dass sie und Francis sowohl Sir Conan Doyle als auch die gesamte Öffentlichkeit an der Nase herumgeführt hatten. Wenige Jahre vor ihrem Tod, Francis starb 86, Elsie 2 Jahre später, äußerten sich die beiden Cousinen dazu auch im britischen Fernsehen. Einer der spektakulärsten Fälle von Fotomanipulation in vordigitalen Zeiten wurde damit aufgeklärt. Und so hatten die beiden gewitzten Gören alle täuschen können. Die zeichnerisch begabte Elsie hatte Figuren aus dem Kinderbuch Princess Mary's Giftbook auf Pappkarton kopiert, an langen Haarnadeln befestigt und mit Klebeband fixiert. Die Mädchen steckten diese Feen auf Zweige, bevor sie auf den Auslöser drückten. Dass Elsie und Francis ihre Fiktion so lange aufrechterhielten, erscheint erstaunlich. Denn den Rummel waren sie nach eigenen Aussagen schon bald leid. Nachdem sich aber dann der berühmte Sir Conan Doyle der Sache angenommen hatte, gab es für sie offensichtlich keinen Weg zurück. In einem Interview mit einem Fernsehsender in Yorkshire erklärte Elsie 1985, es wäre ihnen peinlich gewesen, den Autor der Sherlock-Holmes-Romane bloßzustellen. Zwei Dorfmädchen und ein so brillanter Mann wie Conan Doyle, wir konnten nicht anders, als den Mund zu halten. Und Francis fügte hinzu, wir dachten gar nicht an einen Betrug. Elsie und ich wollten nur ein bisschen Spaß haben. Bis heute verstehe ich nicht, warum sich die Leute von uns auf den Arm nehmen ließen. Vielleicht, weil sie es selbst so wollten. Im Gegensatz zu ihrer Cousine hielt sie allerdings bis an ihr Lebensende daran fest, dass die Elfe auf dem 5. und letzten Bild tatsächlich existiert habe. Die beiden Mädchen hatten mit ihrer Geschichte wirklich ein ganzes Land und weit darüber hinaus auf den Arm genommen. Und doch gibt es auch heute noch Kulturen, in die Feen, Elfen und Gnomen tief verwurzelt sind. Auch darüber werde ich demnächst ein Video erstellen. Na, hat euch das Video gefallen? Dann lasst gerne einen Daumen hoch da und abonniert kostenlos diesen Kanal. Es würde mir helfen, meine Videos noch viel mehr Zuschauern näher zu bringen. Das würde mich natürlich sehr freuen. Damit ihr auch keins meiner Videos verpasst, aktiviert am besten die Glocke. Und nun noch einen schönen Abend, guten Morgen, einen schönen Tag oder eine gute Nacht. Je nachdem, wann ihr dieses Video euch anseht, und denkt daran, bleibt neugierig und offen für alles, was uns diese Welt zu bieten hat. Viele Grüße, eure Marion und das Kuriosum.